Von hinten kam einer an, kennt ihr diese Mädels mit Täschchen und Minirock, kennt sie? Du, keine Protestantin, du. Das war eine Prostata-Tätowierte, du. Kommt an mein Auto, guckt bei mir ins Fenster und sagt zu mir, na Süße, Wismar? Ich sag, nee, Rostock. Es ist ja, Kinder, ich komm rum, ich kann es beurteilen, du. Da sagt vorhin unten einer, du, da sagt der eine zu meiner, sag mal, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Fips Asmus und einem Politiker? Sagt er, nee, kenn ich nicht. Fips Asmussen weiß, dass er dummes Zeug redet. Aber dafür tritt der Politiker zurück und hält die Fresse, wenn keiner mehr lacht. Ja. Und die meisten Politiker sehen auch nicht aus wie ein geringeltes Zäpfchen mit Mini-Pli, ne? Alter, durch, sagst du, sag mal, was ist der Unterschied zwischen Furz Anus in hier und einer Wurzelbehandlung ohne Betäubung? Ja, pass auf, ich sag's dir, Alter, pass mal auf, du. Bei einer Wurzelbehandlung, ne, gibt's manchmal noch was zu lachen, du. Aber wirklich, du, sagst du, pass mal auf, kommt der Prostata-Tätowierte, ne, alles klar, und sagst du mir, ne, Rostock? Sag ich, nee, jetzt hast du den Witz versaut, lass uns ficken gehen. Alter Schwede, bin ich witzig, ich halte das selber nicht mehr aus. Komm, nimm mir die Batterien aus der Mütze, laber mir sonst die Haare glatt. Ich sag mal, was ist der Unterschied, ne, zwischen den Fips Arschmuskel und den Höhlenmalereien im Neandertal, du, ne? Ja, die Witze in der Höhle sind noch nicht so alt. Ha, jetzt schlag mich tot, sonst halt ich nie die Fresse. Aber pass mal auf, einen hab ich noch, du, ne?